Herzlich willkommen bei Kurs of Your Tech. Heute haben wir einen besonderen Gast. Zu Gast ist Sebastian Schreiber, der CEO von der SYS GmbH. Und er ist, was Hacking angeht, auf der ITSA seit Jahren eine Instanz, begeistert mit seinen Live-Hacking-Sessions. Und er wird uns ein paar Fragen beantworten und wird auch natürlich die Frage klären, macht es überhaupt noch Sinn, AV-Software auf dem Rechner zu installieren oder kann man die mittlerweile getrost weglassen? Also erstmal vielen Dank, Herr Schreiber, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass Sie hier sind bei uns bei Kurs of Your Tech. Ja, sehr gerne. Die erste Frage ist, wie stellt sich aus Ihrer Sicht gerade die aktuelle Gefahrensituation für Unternehmen dar? Ja, also die Gefahr im Cyberspace wird immer größer und das liegt unter anderem daran, dass wir eben den Trend der Digitalisierung haben. Das heißt, alle Unternehmen jedweder Branche digitalisieren die Geschäftsprozesse. Das heißt, Dinge, die früher von Menschen gemacht worden sind, werden heute von Computern gemacht. Und indem man den Computern immer mehr Arbeit gibt, immer mehr Verantwortung gibt, liefert man sich den Computern auch immer mehr aus. Das heißt, wenn jetzt jemand zuschlägt, kann er ein Unternehmen eben als Hacker viel mehr schädigen, als das vor 10 Jahren möglich war. Würden Sie sagen, dass das Sicherheitsbewusstsein gerade in Geschäftsführungen gestiegen ist innerhalb der Jahre jetzt durch, sag ich mal, WannaCry und andere Virenbefälle oder Hackerangriffe, oder sagen Sie, naja, es ist eigentlich gleichbleibend? Oh, es ist auf jeden Fall gestiegen. Einfach wenn man heute die Zeitung aufschlägt, egal welche Zeitung, da vergeht ja keine Woche, dass nicht über Hacking-Incidents berichtet wird. Jetzt gerade hatten wir ja rausgekriegt, dass bei Yahoo eben nicht nur 1 Milliarde Passworte gestohlen worden sind, sondern ganze 3 Milliarden Passwort-Hashes gestohlen worden sind. Beim Wirtschaftsprüfer Deloitte wurden große Mengen an Daten entsprechend eingesehen. Das heißt, jeder, der irgendwie die Zeitung liest, und das machen die Geschäftsführer, weiß, dass die Einschläge näher kommen, dass eine ganze Menge passiert da draußen im Cyberspace. Trotzdem ist so, dass die Einschätzung falsch ist. Wird immer noch zu wenig für IT-Security getan, es wird immer noch zu wenig verstanden, wie abhängig man ist von der Funktion der Computer, wie wichtig das Gut, nämlich unsere Daten sind. Da muss mehr gemacht werden. Das heißt, die Budgettöpfe, die Geschäftsführungen aufmachen, wachsen, sie sind immer noch zu klein und werden falsch eingesetzt. Okay. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, was sind so die Fehler, die immer ganz gerne gemacht werden? Budget haben Sie ja gerade schon angesprochen. Was sind so die Fehler, die Unternehmen sehr oft machen, sehr häufig und deswegen in die Falle tappen, sag ich mal, und gehackt werden? Es wird zum einen zu wenig Geld investiert in IT-Security. Da haben wir eben teilweise Kunden, die noch Windows XP einsetzen und nicht in der Lage sind, da Patches drauf zu installieren. Zum anderen wird zu wenig auf Qualität geachtet. Es muss schnell gehen. Da muss wesentlich mehr gemacht werden. Es müssen Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. Regelmäßige Penetrationstests sollten heute selbstverständlich sein, sodass die Systeme eine höhere Wertigkeit haben und dann leichter im Betrieb sind und schwerer zu hacken sind. Viele Anbieter auf der ITSA werben ja mit Backdoor-Freiheit und Entwicklungsstandort Deutschland. Was halten Sie von dieser Entwicklung und ist es für einen Mittelständler, sag ich mal, eine reale Bedrohung durch, sag ich mal, Nachrichtendienste? Wie sehen Sie das? Nun, in der Tat haben wir gerade Themen, die regelmäßig durch die Presse gehen. Beispiel eben Kaspersky als russisches Unternehmen, dem eine gewisse Nähe zum russischen Geheimdienst nachgesagt wird. Das mögen eben die Amerikaner nicht. Andere Produkte, die allermeisten Produkte, stammen eben aus Amerika. Auch da sehen wir auf den Snowden-Folien als Beispiel auch Informationen über Zusammenarbeit von amerikanischen Geheimdiensten zu amerikanischen Softwarekonzernen. Wenn wir wirklich Angst haben vor Spionage aus Amerika oder aus Russland, dann macht es sicherlich Sinn, deutsche Produkte einzusetzen. Aber viele gibt es da nicht. Also so richtig viele konkurrenzfähige Produkte haben wir in Deutschland leider nicht. Wir haben ja auch einige Administratoren in unserem Zuschauerkreis. Gibt es so einen, sagen wir mal, Punkteplan, wie Administratoren relativ schnell mehr Sicherheit in ihrem Unternehmen erreichen können oder vielleicht auch mit Maßnahmen konkret an ihre Abteilungsleiter treten könnten? Haben Sie da so ein paar Punkte für uns? Tja, also alle Maßnahmen, die schnell umzusetzen sind, die günstig umzusetzen sind, die einfach an die Geschäftsführung zu kommunizieren sind, wurden bereits vor 10 Jahren umgesetzt. Das heißt, die Probleme, die jetzt übrig sind, sind knackig. Das heißt, es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, es muss Know-how eingekauft werden, das Personal muss geschult werden, es müssen Updates erfolgen, damit die Software auf dem neuesten Stand sind. Das sind alles Dinge, da geht es eben ans Portemonnaie der Geschäftsführung, das ist nicht so einfach. Manche Maßnahmen sind auch unattraktiv, lähmen den Business. Insofern können die Administratoren wirklich nur weiter an allen Fronten kämpfen, um
wirklich überall weiterzukommen, im Bereich Fortbildung, im Bereich eben neue Softwareprodukte, Updates, im Bereich Härtung der Systeme, im Bereich professionellen Managements. Die Cloud-Nutzung in Deutschland nimmt ja auch immer weiter zu, ja. Also sogar Security-Produkte, die mittlerweile in der Cloud liegen. Ja, was halten Sie davon? Ja. Also zunächst mal ist ja Cloud nichts anderes als ein Geschäftsmodell. Man betreibt Dinge nicht selber, sondern lässt sie einen Dritten betreiben, der das hoffentlich günstiger und besser macht. Und gerade bei kleinen Betrieben ist das auch wirklich der Fall. Das heißt, also Sie sehen das gar nicht kritisch, die Cloud? Natürlich sehe ich es kritisch. Also bei kleinen Produkten ist es, bei kleinen Betrieben ist es sicherlich so, dass da ein Unternehmen wie ich sag mal Amazon mit Amazon Web Services in der Lage ist, einen professionelleren Betrieb zu machen als ein Handwerksunternehmen mit 60 Mitarbeitern. Das ist ganz klar, das ist auch dem Unternehmen klar. Zudem wird es eben besser werden, sicherer werden und stabiler werden, verfügbarer werden. Aber man gibt die Daten eben jemand Dritten und hat nicht mehr Herr über die eigenen Daten. Wenn als Beispiel Ihre Daten in der Cloud in Amerika sind und es gibt hinterher politische Verwürfnisse, dann kann eben relativ einfach ein Kabel gekappt werden und Sie haben nicht mehr Zugriff auf Ihre Daten, was für Sie vital schädigend wäre. Das heißt, man muss alles im Blick haben, um dann eben auch sicherzustellen, dass auch im Krisenfall die eigene Firma weiterarbeiten kann. Nutzen Sie auch persönlich Cloud-Dienste? Ja. Können Sie einen Cloud-Dienst empfehlen oder wollen Sie keine Marken oder Namen nennen? Ich überlege gerade, also wenn ich mit dem iPad arbeite, ist natürlich die iCloud ein gewisser Vorteil. Da liegen meine Daten bei Apple, muss ich mir ganz genau überlegen, ob ich das machen möchte. Mache ich nicht. Wenn ich aber absolut unsensible Daten hin und her schiebe, dann kann ich Dropbox einsetzen. Sehr komfortabel, günstig, funktioniert plattformübergreifend von iOS über Android bis zum Windows-System. Das ist natürlich eine verführerische Angelegenheit. Ja, genau. Beruhigt mich, dass wir auch weiterhin noch Cloud-Dienste nutzen können oder dass Sie das auch noch nutzen. Sie zeigen in Ihren Lifehacking-Sessions regelmäßig, wie Sie Virenscanner umgehen und austricksen. Jetzt kommt natürlich auch immer wieder bei uns in den Kommentaren die Frage auf, brauche ich denn überhaupt noch AV-Software oder ja, reicht ja eigentlich gar nicht aus, also brauche ich sie ja gar nicht installieren, oder? Das ist eine falsche Denke. Also nur weil eine Lösung überwindbar ist und keinen perfekten Schutz bietet, wäre es falsch, die Lösung deswegen auszuschalten. Beispiel, mein Auto hat ein Airbag. Ja. Wenn ich mit 200 km/h gegen einen Brückenpfeiler fahre, bringt er mir auch nichts. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Sicherheitsmaßnahme Airbag keinen perfekten Schutz bietet, würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, dann schalte ich ihn ganz aus. Wir brauchen einen gesunden Security-Mix, bestehend aus Sicherheitsmaßnahmen, die dann in ihrer Gänze mir ein stimmiges Sicherheitsniveau vermitteln. Und dazu gehören natürlich auch etliche Maßnahmen, die für sich betrachtet überwindbar sind. Okay, vielen Dank. Sie sind ja Gründer der SYS GmbH und haben da gewisse Geschäftsfelder. Können Sie vielleicht unseren Zuschauern mal erklären, was die SYS GmbH so macht? Na klar. Also ich habe die SYS GmbH 1998 während meines Informatikstudiums gegründet. Wir sind jetzt also 19 Jahre alt und machen Penetrationstests. Das heißt, im Auftrag unserer Kunden führen wir simulierte Cyberattacken gegen Systeme aller Art durch. Firewalls, Webapplikationen, Webservices, mobile Endgeräte, SAP-Systeme, Active Directory, Festplattenverschlüsselung, aber auch gegen technische Dinge wie Gebäudesteuerung oder elektronische Komponenten. Wir finden Schwachstellen, erfassen die Schwachstellen in unserem Bericht, stellen einen Maßnahmenkatalog und dann setzt unser Kunde die Maßnahmen um und hat ein sicheres Netzwerk. Wunderbar, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie läuft sowas ab? Gibt es da, sag ich mal, auch Maßnahmen, wenn so ein Penetrationstest schief läuft? Ich meine, ich stelle mir das jetzt vor, Sie greifen einen Webserver an und der Webserver ist dann nicht mehr erreichbar. Sowas kann man natürlich wahrscheinlich nicht im laufenden Betrieb machen. Nun, zunächst mal, das Phänomen, das Sie ansprechen, kann durchaus vorkommen. Es gibt gewisse Restrisiken, mit denen wir umgehen können, die sind aber minimal. Das heißt, in aller Regel greifen wir gerade Web-Applikationen unter Produktivbedingungen in Produktionsnetzen an. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Sie zum Beispiel bei einem Kunden eine Sicherheitslücke in SAP entdecken? Wie gehen Sie dann vor? Nun, zunächst mal ist die Frage, ist es jetzt wirklich eine Sicherheitslücke im Produkt, in einem Produkt von SAP oder ist es ein Konfigurationsfehler? In jedem Fall
erfassen wir genau, wie wir getestet haben, was wir getestet haben, wie die Ergebnisse aussehen in unserem Bericht und händigen unseren Bericht dem Kunden aus. Okay. Woran erkenne ich einen seriösen Penetrationsdienstleister? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Das Allerbeste ist, fahren Sie hin, schauen Sie sich den Laden an, reden Sie mit den Leuten und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Sie können natürlich Referenzen einholen, Sie können gucken, ob das Unternehmen viele Veröffentlichungen tätigt, Sie können gucken im Unternehmensregister online als Beispiel, wie das Unternehmen wirtschaftlich dasteht. Sie können die Entwicklung des Unternehmens verfolgen, Sie können Lebensläufe anschauen, sowohl der Geschäftsführung als auch der Shareholder, um da irgendwelche Ziele da zu ermitteln. Ja. Sprich, schauen Sie sich sehr gut an, von wem Sie sich pentesten lassen. Gibt es auch irgendwelche Zertifizierungen oder irgendwelche Gütesiegel, auf die man vertrauen könnte jetzt? Also keine wirklich bedeutenden. Also wir sind als Beispiel PCI Authorized Scanning Vendor. Das ist eine relativ aufwendige Zertifizierung, weil es manche Kunden von uns da entsprechend fordern. Ansonsten gibt es Sicherheitsüberprüfungen von hoheitlicher Stelle, wenn man im militärischen Bereich tätig sein möchte. Es gibt auch jede Menge Zertifizierungen, die die einzelnen Mitarbeiter machen. Ob das jetzt ein Certified Ethical Hacker ist oder ein OSCP, OSCE. Wir machen das sehr, sehr viel im Unternehmen. Aber jetzt so richtig zu gucken, taugt das Unternehmen was? Ja, nein, ist gar nicht so einfach. Ich kann nur sagen, schauen Sie sich es genau an, sprechen Sie mit den Leuten, fahren Sie hin, machen Sie ein kleines Pilotprojekt und dann lassen Sie sich überzeugen. Ab welcher Unternehmensgröße empfehlen Sie so Penetrationstests? Also ich stelle mir jetzt ein kleines Unternehmen vor, 15 Mitarbeiter oder so, ist vielleicht ein... Das lohnt sich nicht, da ist der Penetrationstest zu teuer und zu aufwendig. Da würde ich andere Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen. Meiner Auffassung nach lohnt sich ein Penetrationstest erst ab etwa 150 Mitarbeitern. Erst dann macht es Sinn, solche Projekte durchzuführen, es sei denn, es handelt sich um E-Commerce-Unternehmen. Also wenn Sie ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern, das aber ausschließlich Web-Apps programmiert, dann macht es durchaus Sinn, da auch reinzugucken. Privatanwender können natürlich auch keine Penetrationstests durchführen. Also wir haben durchaus auch Milliardäre unter unseren Kunden, die auch ihre Privatinfrastruktur hacken lassen. Ja gut, das ist dann natürlich, das finanzielle Budget ist ein bisschen größer. Ja. Haben Sie 5 Tipps, sag ich mal, für Privatanwender, um relativ schnell mehr Sicherheit auf Ihrem System, auf Ihren Windows-Rechner zu erreichen? Aber gerne. Erstens, ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig. Setzen Sie ein kompliziertes Passwort, das ein gewisses Maß an Länge und Sonderzeichen beinhaltet. Zweitens, pflegen Sie Ihr System, das heißt also spielen Sie die Patches auch ein. Nicht nur vom Betriebssystem, das geht ja sehr einfach bei Windows, sondern auch von der im Einsatz befindlichen Software. Viertens, seien Sie vorsichtig, klicken Sie nicht überall auf Akzeptieren und auf OK. Fünftens, beschäftigen Sie sich auch mit der Materie. Das heißt also, versuchen Sie zu verstehen, was intern geschieht, wenn Sie akzeptieren, dass irgendwelche Problemberichte ins Internet geschickt werden oder Ähnliches. In der IT-Branche in Deutschland herrscht ja aktuell Fachkräftemangel. Was müsste ein Bewerber mitbringen, um bei Ihnen anfangen zu können? Also, zunächst mal ist es so, bei uns herrscht kein Fachkräftemangel. Wir kriegen ausreichend gute Bewerbungen, weil es einfach richtig Spaß macht, als Penetrationstester anzufangen. Sie haben abwechslungsreiche Arbeit, Sie lernen ganz viel. Sie arbeiten teilweise im Büro, teilweise beim Kunden, teilweise alleine, teilweise im Team. Ein faszinierender Einstieg ins Berufsleben. Als mein Traumbewerber hat einen Hochschulabschluss, optimalerweise einen Master, hat im Lebenslauf das eine oder andere Ehrenamt drin. Und war auch mal im Ausland, hat also nicht nur quasi bei den Eltern gewohnt. Das wäre mein Traumbewerber. Wenn dazu noch ein gute Abschluss kommt, dann stelle ich den ein und mache den innerhalb von einem Jahr fit zum perfekten Penetrationstester. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema Security gekommen? Ist ja ein recht komplexes Thema und da gehört ja schon ein bisschen was dazu. Was hat Sie so motiviert, in diesen Bereich zu gehen? Und motiviert hat es mich immer, die Computer im Grenzbereich zu beherrschen. Ja, das heißt, das Hacker-Gen habe ich in der Tat in mir drin. Jetzt müssen Sie wissen, mein Vater ist von Beruf aus Richter und das prägt einen natürlich. Das heißt, ich musste mir Gedanken machen, wie ich zum einen meiner Leidenschaft, dem Hacken, dem Beherrschen der IT auch im Grenzbereich da nachgeben kann, ohne mich strafbar zu machen. Und habe dann schon sehr früh versucht, in der Schule, während des Studiums, Grundstudium, Hauptstudium oder bei verschiedenen Praktika, mich mit dem Thema Pentesting und IT-Security zu beschäftigen. Das hat funktioniert.
Was war Ihr spektakulärste Sicherheitslücke, Ihr spektakulärster Fall oder Kunde, den Sie hatten? Oh ja, wir hatten erst vor kurzem einen Penetrationstest gegen eine große Bank und waren tatsächlich in der Lage, über das Internet auf Kundendaten zuzugreifen. Das hat weder unser Kunde erwartet, noch hätte ich das erwartet, aber da gab es in der Tat zwei Schwachstellen, die, wenn man sie entsprechend miteinander verbindet, uns Zugriff auf sensibelste Daten gegeben haben. Gut, vielen Dank, das war schon. Gerne. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier raus.